Also ich finde das sehr traurig. Es geht um Alex, alias Ingo, von 50667 Köln. Und ja, da hat mir der Boden unter den Füßen weggerissen, ne? Wo ich das gehört habe. Ich wollte den nicht glauben. Das war schon eine krasse Sache, wo ich gehört habe, da mit 110 in einem Rastplatz reinfahren, in eine Mauer und dann im LKW. Alleine die Überschrift. Ich denke, was ist das denn? Deswegen 44 Jahre. Seine Frau ist gefahren und alles. Alle beide. Und dann haben sie noch einen Sohn. Ne? Also, und ich muss sagen, ich hatte das Glück, mit dem Alex viel zu drehen, bei Köln 50667 auch. Wie gesagt, bin ich schon der Jupp. Und das war ein cooler Typ. So war er ein richtig cooler Typ. Ne? Also, so kumpelhaft, auch wie der geredet hat. Ne? Klar, hat auch seine Marke, wir haben ja alle unsere Marken. Keiner ist ohne Delle. Ne? Also, wer keine Marken hat, so allglattes, das funktioniert sowieso nicht. Ne? So hat seine Ecken und Kanten, genau wie ich auch. So. Und, aber wie gesagt, mit ihm habe ich eine Stück bei angefangen. Da war die Pia damals noch da, der Max. Und das war so ein ja, cooler Typ. Von der Straße auch so normal wieder. Also ich würde sagen, 50667 war für ihn richtig auf den Leib geschnitten. So. Also ich glaube, die Sendung steigt mit ihm und fällt mit ihm. Also das war schon so ein Player in der Sendung, muss man nicht sagen. So, und wie das jetzt weitergeht in der Sendung, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist erstmal zweitrangig. Erstmal die Familienangehörigen, für die Leute ist das schlimm, für die Eltern ist das schlimm, wenn der Sohn da. Und weißt du, das ganze Ding ist, wenn du krank bist und eine Vorerkrankung hast, dann man kann sich nie darauf einstellen, aber dann weiß man, was auf einen zukommen kann. Aber die kommen aus dem Urlaub und wollen nach Hause. Der hat vorher noch gepostet und so all, ne? Und solche Dinge. Ne? Und dann ist der weg. Kriegst du eine Nachricht, Alex und von Köln 50667, schwer verunglückt, Unfall und so. Schon das Auto gesehen und das Auto sah ja so matschig aus. Das ist schon eine krasse Sache. Das hat schon, wie gesagt, wenn du so nah bei einem bist, und ich habe mit dem das eine oder andere Video mal gemacht, ne? Der war so ein Charaktertyp. War ein Schauspieler, wenn ich dazu sagen darf, so charakterlich stabil, stand da, so wie so in der Brandung, ne? Muss man also schon sagen. Ne? Also mich hat das sehr betroffen. Ja, ich konnte so zwei, drei Tage, habe ich immer drüber nachgedacht. Das tue ich ja heute noch, ne? Das ist, weil man sich halt nicht vorstellen kann. Da geht keinem in die Birne rein oben. So, weißt du, wo du denkst, ey, was ist das dann? Das ist schon Wahnsinn. Ich mache das jetzt mit einem gewissen Abstand. Das ist jetzt gut eine Woche her, ne? Und das lag mir auch am Herzen. So, was ich hier mache, ist für mich eine Herzensangelegenheit, ne? Da sollte man sich immer so, man sollte sich überhaupt, nicht jetzt auch nur, weil das passiert ist, man sollte sich immer bewusst seines Lebens sein. Man sollte heute leben, im Jetzt leben. Nicht, du weißt nie, was kommt. So, lebe heute und nicht morgen. So, und da denke ich mir, das sollten sich mal so ein paar Leute auf der Fahne schreiben. So, die denken immer, ist alles normal, geht so weiter. Nichts ist normal. So, das ist einfach so ein. Das war mir heute halt so ein Anliegen, so ein Herzensanliegen, wo ich dann sage, jetzt so kann ich ein bisschen von mir mitgeben und meine Trauer so ein bisschen ausdrücken. Und ja, ich behalte so in Erinnerung, wie ich mit ihm das letzte Mal gedreht habe. So, von daher wünsche ich den Familienangehörigen alle, wenn sie das gucken, ein herzliches Beileid, alles Gute und viel Kraft, dass sie alles so hinter sich kriegen. Yeah.